Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Karin Doppelbauer. Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, ja, zu dieser späten Zeit. Wir haben über die Novelle gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum es notwendig geworden ist. Es ist wichtig, sinnvolle Infrastruktur und strategisch wichtige Infrastruktur transparent und vor allem auch vertrauenswürdig zu verwalten in Österreich. Und wir haben ja gesehen, tatsächlich, was passieren kann, wenn es eben willfährige Politikerinnen, willfährige Manager gibt, dass hier eben Gasinfrastruktur in den letzten 10 Jahren an Russland verhökert worden ist. Das wissen wir alle, deswegen unterstützen wir NEOS auch hier diese Novelle. Ich glaube, man kann auch einen Schritt weitergehen und generell darüber diskutieren, was wir mit strategisch wichtiger Infrastruktur generell in Europa planen. Es gibt hier mehrere Themen. Ich sage nur Häfen, die verkauft werden, China, das hier ganz offensiv auch vorgeht, um Infrastruktur außerhalb von China eben sozusagen einzukaufen. Aber zurück zum Gas, weil es jetzt einige Male gefallen ist und vor allem jetzt auch gelobt wurde, diese freiwillige Vereinbarung zur Ratenzahlung, wenn man tatsächlich als Haushalt in Probleme schlittert. Das finden wir tatsächlich auch gut, aber ich möchte schon auch sagen, dass die Großhandelspreise beim Gas sich wieder sehr reduziert haben. Wir sind jetzt auf einem Preis, der zwar immer noch doppelt so hoch ist wie vor der Krise, aber es ist jetzt ungefähr bei 50 Euro pro Megawattstunde diese Woche und nicht die erste Woche. Das heißt, wir haben schon seit mehreren Wochen einen sinkenden Gaspreis, aber bei den Haushalten sind die Preise nach wie vor 3- bis 4-mal so hoch. Und das muss man sich schon auch anschauen, dass hier eine ganz, ganz starke Inbalance besteht, die aufgehoben werden muss und kann. Und da haben Sie auch vom Klimaministerium eingesetzt, eine Kommission aus der Bundeswettbewerbsbehörde und aus der E-Control. Und da fragen wir uns als NEOS jetzt schon, warum die nicht endlich tätig werden. Das Einzige, was man von der E-Control im Augenblick hört, ist, dass es keinen Blackout geben wird. Das ist schön, das finden wir auch großartig. Aber tatsächlich hätte die E-Control ja auch noch eine andere Aufgabe, nämlich ganz, ganz stark zu kontrollieren. Und wir haben das im LWOG ja auch festgehalten, dass hier keine unmäßigen Erhöhungen der Preise passieren. Und es geht nicht nur um die Erhöhung der Preise, es geht tatsächlich auch darum, wenn der Markt hier wieder nach unten geht, dass diese Preise auch raschest wieder an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden, weil dann braucht es nämlich auch keine Ratenzahlung, sondern die Preise sind wieder dort, wo sie hingehören. Noch einmal, wir finden die Novelle gut, wir werden sie unterstützen, aber wir werden hier ein sehr, sehr scharfes Auge darauf haben, dass auch in diesem Bereich hier endlich etwas passiert und da auch auf Maßnahmen drängen. Vielen Dank.